Wir brauchen für Rösti natürlich eine Kartoffel. Eine festkochende, große, schöne Kartoffel. Die Kartoffel müssen wir als allererstes schälen und reiben sie in eine Schüssel. Danach geben wir Mehl, Ei, Pfeffer und Salz dazu, schmecken das Ganze ab. In einer Pfanne mit viel Fett, am besten Butterschmalz, braten wir die Rösti schön goldbraun von beiden Seiten an. Während eure Rösti im Fett schwimmen, schaltet ihr euren Ofen ein. Den bitte auf 180 Grad Umluft vorheizen. Wenn eure Rösti dann fertig sind, nehmt sie aus der Pfanne, lasst sie auf einem Küchentuch abtropfen und belegt sie mit Salami. In meinem Fall mit hausgemachter Edelsalami oder einer scharfen Chorizo. Dann noch etwas geriebenen Käse drüber und ab damit in den Ofen für etwa 10 bis 15 Minuten. Da wir leider keinen Herd zur Verfügung haben hier in unserer Fleischbotschaft, nehmen wir den Grill. Den heizen wir auf ungefähr 200, 220 Grad indirekte Hitze ein. Wenn der Käse schön zerlaufen ist, nehmen wir die Kartoffelpuffer aus dem Ofen oder Grill heraus und richten sie an.